Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Hier sind wir wieder. Und was geht denn hier wieder ab? Da machen die Aliens wieder Rambazamba. Jo. Das letzte Mal so ein kleines Mod-Vorstellerründchen gemacht hier. So, was ist denn das hier? Ach, da klebt noch mein Zettel hier unten, wo ich die ganzen Mods draufstehen habe. So, ja, so Post-its sind schon ganz praktisch, ne? So, jetzt aber, jetzt ist man eigentlich mal ran an den Kampf. Wir haben ein sehr großes Problem. Was ist denn eigentlich hier los? Irgendwie ist der Kupferbahnhof deaktiviert, aber der arbeitet. 1,3, ja. Hier geschwind einen Bahnhof dahin bauen, das, ja. Nee, macht man nicht, weil das Kupfer wird ja anders benötigt. Wir müssen das eh später gucken, dass man diese Kupfer-Dings da innen drin, hier die alte mal, dass man diese Plattenproduktion mal wegschmeißen dann sozusagen, dass die ausrangiert wird. So, ich würde mal vorschlagen, wir nehmen mit uns Panzer. Was ist denn hier los? Ja, genau, hier kommt nicht kein Kupfer mehr an. Ja, das ist das Problem, weil die Kupfer eben hier nicht viel genug liefern, die Kupferbahnhöfe. So, ich spring mal schnell in unseren Panzer und fahre dann mal zu dem einen bestehenden Kupferwerk noch hin, um zu schauen, was ist denn hier eigentlich. Es gibt sogar ein Tool, das markiert dann abgelaufene Bergwerke. Das habe ich auch mir mal ganz kurz also angeschaut, jetzt nicht geholt, aber halt so gesehen, dass es das gibt. So. Ja, der Stein wird also hier auch weniger. Definitiv. Schwupp. Rein von der Sache her brauche ich doch hier die gar nicht her. Naja, wir lassen das mal stehen. Der hinten weg, der hier weg, der hier weg. Kann man hier nicht noch ein bisschen Band kürzen, da weg. Ja, wir haben auch den Stein jetzt hier irgendwie beschleunigt, weil der gar nicht so viel gebraucht wird hier. Sonst habe ich doch überall immer meine Module drin sitzen hier. So. Schön vieler Platz hier wieder. Was haben wir hier? Ich werde doppelt gemobbeltes Netzwerk gebaut hier an Strommasten. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das kann mal weg hier. Der hier kann auch weg. Normalerweise dürfte eh kein Stromausfall passieren hier an der Mauer, weil ja, ist ja eine Ringleitung. So, der kann weg. Turn it. So, naja, gut, im Moment fahren nicht viele Züge, da brauchen wir zu aufpassen. Weil bei wenig Rohstoffen, da sind halt viele Züge unterwegs. Da kommt wieder einer. Der war aber auch leer dazu. Da kommt wieder einer. Ja, der war schnell unterwegs. So, wir wollen eigentlich da drüben hin. Da gibt es noch ein bisschen Kupfer zum Beispiel. Das ist aber marginal, sage ich mal so. Ich wollte mir einfach auch so ein Planungstool zum Bauen von Minendingern haben. Aber der Mod, der muss ich manuell irgendwie runterladen. Das möchte ich eigentlich nicht, weil das ist manuell einpflegen, ist immer so eine Sache, das geht manchmal gut, manchmal nicht. Ich mag es am liebsten, wenn das wirklich über den offiziellen Modloader geht hier. Dann sind die Sachen auch gescheit integriert. Da müssen wir was reparieren, okay. Aha. Ja, ich freue mich da auch auf bessere Mining-Förderer hier, also Erzförderer. Soll angeblich dann auch im
Bobs Mod drin sein, dass da drei höherwertigere. Wow, das war knapp. Ich stehe voll im Mast drin. Also, dass da drei höherwertige Sorten der Erzförderung möglich sind dann. Ja gut, das ist halt hier. Müssen wir warten, bis das halt hier erzeugt ist, ne? Ah, ja, ihr Aliens. Ihr wollt wieder Stress haben. Dann kriegt ihr ein bisschen Uranmunition. So. Ups. Das war jetzt fatal. Macht mir nicht mein Panzershot. Ja, man kann die halt leider auch nicht einfach mal so umfahren hier oder so durchfahren durch die Aliens. So, gut. Der Rest können die Verteidigung machen hier. Alles klar. So, das war also mal. Jetzt haben wir hier das mal angeguckt, besichtigt den Ort hier. Aber wie gesagt, es ist einfach zu wenig Kupfer da. Um dass es gut wäre, aber mach was. Ja, das andere Thema ist halt, zu viele Mods werden vielleicht auch nicht gut sein. Ich weiß nicht, wie stabil dann das Spiel bleibt. Nicht, dass das dann irgendwann abstürzt oder so. Und zu viele Mods können natürlich auch die Performance runterhauen oder das Spiel unspielbar machen dann. So. Jetzt muss ich einfach mal gucken, wo ich mir jetzt hier neue Felder erschließe. Ach, da ist ein bisschen das Eckle Uranerz da. Finde ich einfach lustig. So, hier hätten wir ein bisschen, aber das ist eigentlich kaum der Rede wert hier. Es ist kaum der Rede wert, das bisschen Kupfer da. Aber immerhin. Wir nehmen das. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch, mit euch blöden Bäumen hier. Wisst ihr was? Da oben sind ein paar Aliens. Ich glaube, die können wir doch mal ein bisschen begeistern von wegen hier AT. So, bim bim. Ah, naja, gut, das ist zwischendrin. Vielleicht haben wir Glück. Ja, da kommt die ganze Rotte. Ja, ich bin nicht zur Verfügung hier. Ich kämpfe nicht. Ja, ja doch, ich kämpfe schon, aber naja. Ja, so, ich kann ja mal schießen, genau. Oder Flammenwerfer verwenden, das geht natürlich auch. Bisschen umschalten. So. Ja, bevor wir nämlich groß weitermachen können in der Fabrik, da müssen wir eigentlich erst wieder die Ressourcen herstellen, ja. Weil das hat sonst absolut keinen Wert. So. Hier parke ich mal, beziehungsweise, warte mal. Vielleicht ein bisschen weiter oben. So. Hier, ja. Aussteigen. Dann nehmen wir mal unser Tool. Wo ist denn das Bergwerkstool? Lalalala, Bergwerk, 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 hier. So. Wir haben ja unsere kleine Blaupause. Baupause, genau. Die Baupause für die Blaupause. So. So, da geht noch was. Wie gesagt, das eine Mod wäre interessant gewesen, dass es ja einfach die dann so optimal hingeplatziert hätte, die ganzen Sachen. Man kann dann auch die Poles auswählen, ob man große Poles oder mittlere Poles, kleine Poles haben möchte. Also vom Strom her. Das finde ich auch genial.
Ich hätte es gern getestet, aber ich muss mal schauen, vielleicht tue ich es doch manuell hinzufügen. Es ist halt, wie gesagt, dann mit der Update-Fähigkeit immer so ein bisschen blöd, dass das dann sich nicht so toll updaten lässt. So, hier haben wir noch. Da können wir fast eigentlich so rumdrehen, die ganze Geschichte hier. So. Da hinten ist schon wieder Kohle. Die Kohle braucht man nicht. So. Ja gut, jetzt haben wir hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 Anschlüsse. Das macht aber eigentlich kein Problem. Ich würde vorschlagen, wir machen mal hier Ritsch. Ich bin gerade überlegen. Ja doch, ich kann hier schon so bauen. Dann machen wir gleich wieder unsere Lane hier sozusagen. Die altbekannte Lane. So, du wirst die vierte Lane hier. Band haben wir eh genug, von daher. So. So bleibt es nicht. Wo sind denn die schon wieder? Hä? Da. Teilerbänder hier rein. So, immer folgendes. Bevorzugter Ausgang, Filter, Kupfer. Links, jawohl, der soll dann praktisch, dass da keins ringt, sonst müssen sie wieder so einen Knicker reinmachen hier. So, dann passt die Sache. Das finde ich jetzt ganz toll, dass es eben gibt hier. Ich kann es halt oft genug erwähnen. So, jetzt da bitte wieder den Vierbelt-Balancer, den hier. So. Die Sanduhr. Bisschen, nee, das war jetzt Blödsinn. Moment. Wir machen den ein bisschen weiter hier schon hin. Dann können wir den Bahnhof näher platzieren dann. So, Bahnhof, Bip, halt. Beladung. Ja, so Blaupausen sind sowas von praktisch. Warte mal. So rum. Ja. Also dahin. So, alles aus meinem Inventar wird hier benötigt jetzt wieder. Was habt ihr denn hier, Robbys hier, ihr Wilden? Seid ihr schon fertig? Ernsthaft? Das kann ja aber nicht sein, oder? Ihr seid doch noch lange nicht fertig. Komm. Bisschen mal Aktion hier. Lügt mich nicht an. Warte, was machen wir hier hin? So. Dann sieht es wenigstens gleichmäßig aus, oder halt so, als wird man das so gewollt, gleichmäßig zu bauen. So. Ja, das ist okay. Jetzt, was ist denn da eingestellt? Ja, das, wie gesagt, habe ich ja schon oft genug erklärt hier. Ich möchte es jetzt hier personalifizieren, hier die ganze Sache. Das ist nur eine kleine Umkonfigurierung. Sonst müsste ich ja hier 6 verschiedene Bahnhöfe speichern oder so. Für alle Arten, was es so gibt. Ja, 6 sind es dann noch nicht. Das sind mehr, weil man kann ja alles mögliche verschieben. Also für Bahnhofen sozusagen. Mit dem Zug verschicken. So ist es vielleicht besser gesagt. So, und dann können wir hier eigentlich schon wieder die Schiene anschließen. So, das hat wundervoll geklappt und da brauchen wir natürlich einen Abzweig dann. Das machen wir auch hier. Zack, zack, zack. So, pam. Warum hat der Signal jetzt wieder keine Ahnung? Das ist also so nervig.
Ich brauche Signale. Zugsignale. So, die reichen eigentlich vollkommen hier. Hier braucht man eigentlich keins, weil ja. Nicht unbedingt. Ob der hier jetzt spinnt, weiß ich nicht. Tja, der spinnt einfach gerade. Weil das hier jetzt nicht unterteilt ist, oder wie? Na, meinetwegen, dann mache ich hier halt eins hin. So, jetzt weiß er wieder, was los ist. Wäre aber nicht notwendig, das Signal hier zu setzen. Oder beziehungsweise müsste eigentlich dann auch hier hin das Signal. Aber dann hätte er hier und hier blau. Dann würde die ganze Spur hier gelten. Dann machen wir es aber so folgendes. Wir brauchen noch ein normales Signal. Die können wir eigentlich wieder hier reinpacken. Wo ist denn das hier? Da ist es. Hier hinten am Bahnhof. Und dann würde ich sagen, die hier. Ich stelle mich immer so hin, dass ich ungefähr weiß, wo das Signal hingehört. Ja, können wir ruhig hier hinstellen. So, und hier am Bahnhof Ausgang. Ja, was macht denn hier schon wieder kaputt hier? Schon wieder Lasertürme. So, nee, hier vorne muss es hin. Genau hier, gerade so geht's gerade noch. Ja, das ist 8K. Das stimmt da natürlich auch nicht. Ja, da ist Eisenerz eingestellt gewesen. So, da ist mal schon das Richtige einstellen. Hier fehlt, glaube ich, noch ein Signal, oder? Ja. Immer da, wo es hineingefügt wird, hier die ganze Sache, muss man Signale stellen. Hier machen wir jetzt mal wieder ein normales Signal hin. So. Die Strecke bleibt ja nur temporär, bis da leer ist. Jetzt müssen wir wieder abzweigen mit unseren Masten hier. Aha, ja gut, da haben wir nämlich das Problem, oder? Ne, haben wir nicht. Das ist, ups, das war so nicht geplant. So. Ja doch, da können wir noch ein bisschen weiter. Weil hier müssen wir ein paar Verteidigungsstellungen bauen. Das ist mit dem kleinen Bereich. Es gibt auch einen Mod, da kann man dann größer bauen. Allerdings hat er mir nicht da gefallen, weil da kann man dann sogar bauen, wo man gerade nicht ist. Und das finde ich dann schon wieder zu extrem. Was ist denn jetzt das? Warum hat ein... Der hat sich nicht mit dem Mast da hinten verbunden, sondern eher mit dem kleinen. Was soll denn der Scheiß? Gut, dann können wir nämlich hier den Bahnhof verteidigen. Wo ist das VL? Ja, da ist das VL. Machen wir mal hier ein. Ja, ist schon recht, ihr seid noch nicht fertig. Ja, ich bin halt so ein ungeduldiger Spieler. Da steht der Panzer im Weg. Moment. Ja, der rollt und rollt und rollt. Ich hoffe, der macht hier nichts kaputt. Ja, jetzt hebt doch mal endlich an. Der knallt hier noch an den Bahnhof ran. Hm? Ha! Doch, ja, er hat gerade angehalten, so ganz knapp. Ich mache jetzt mal jeden zweiten Mast hier einfach so eine Laserverteidigung hin. Müsste doch eigentlich, oder? Ja, gut, genau hier.
das, die Reichweite ist nicht so prickelnd. Ich weiß aber nämlich nicht, wie viel ich noch habe hier. Ja, Mauern habe ich nämlich jetzt keine mehr, siehst du? Siehst du mal. Das ist das Problem. Wenn ich keine Mauer hier mehr bauen kann, dann ist hier auch Ruhe. Fördern die schon? Ja, die fördern schon. Ja, hier könnten wir eventuell noch, aber es reicht halt nicht vollkommen mit Mauern hier. Aber kommt, hier wollen wir jetzt so päpstlich sein, wir nehmen hier welche weg. Was willst du? Alarm? Im Prinzip reicht es doch eigentlich auch, wenn wir nur Lasertürme hinbauen. Also bei denen hier müsste es jetzt nicht unbedingt ummauert sein. So, ich mache das Ganze hier weg. So, dass da einfach nur ein bisschen dicht ist, dass hier nicht einfach die Ents meinen. Da können sie unten durchschlupfen und ja, hier ist halt auch noch ein bisschen kritisch. Ach komm, nee, das machen wir jetzt einfach mal so. Das können wir doch jetzt auch schön von Hand dahin ballern, dann müssen wir ständig mit der Mauer rumreißen da. So. Da wollen wir auch mal gucken. Halt. So. Einfach nur so um Mast drum gebaut. Hier können wir nicht komplett, aber da können wir zumindest mal hier ein paar andeuten. Wir sind hier nicht ganz unverteidigt sozusagen dann. So. Natürlich, der Bahnhof hat noch keinen Saft drauf. Den Saft, den holen wir uns hier von da oben. Würde ich mal vorschlagen. So. Das hat auch noch keinen Saft. Den Saft holen wir uns vom Bahnhof jetzt hier. Ach komm, nee, das reicht. Ein Kabel da oben und fertig. Die ganze Sache kriegt noch ein bisschen Beschleunigung rein. Dann wird unser Modul wieder leer, genau. Unser Speichermodul, wo uns hier die ganzen Baustoffe speichert, sozusagen. Der Rucksack. Warte mal, das kannst du... Warum habe ich denn hier noch Stein? Hm? Waren die noch in der Gegend rumgelegen oder so? Das kann nämlich sein. So, die Sache läuft. Hier brauchen wir gar keine schnellen Fließbänder, weil die produzieren hier eh nicht so viel hier, dass ich das rechtfertigen würde. Okay, ne, ich hab gerade was geguckt. Nee, nee, da hat sich nichts verändert. So, dann machen wir hier folgendes. Rötlich. Grün so. Ja, ein bisschen grün rein, damit es ein bisschen kupferartig aussieht. So, Leaf L heißt das Ding nicht, sondern das heißt Kupfererzbeladung. Hier. Jawohl. Ding, da ist er umgesprungen auf grün. Okay, das war der erste Streich. Die nächsten Folgen zugleich. So. Kupfer mit Stein. Ach, ich hasse es. Da ist schon wieder rot, weil der Zug gekommen ist hier. Da hätten wir Kupfer. Wie gesagt, in der Base selber haben wir noch ein bisschen Kupfer hier. Ich meine, das ist auch nur ein kleckerles Feld hier. Hier hätten wir 1,1. Mit dem Nest hier. Hier haben wir 3,2. Das könnte man ja
doch locker erschließen. So eine westliche Erschließung hier. Ach, das ist schon fertig wieder. 500, das ist ja jetzt hier noch gediegen. Hier die Forschung, die wird ab und zu mal fertig. Ja gut, by the way. Wenn wir gerade noch in der Gegend sind, können wir ja nochmal hier hochfahren. Und nochmal ganz kurz bei den anderen vorbeigucken hier. Wie es ausschaut. Ja. Die fördern halt. Haben zwar noch relativ viel da an Erz. Aber... ja, das dauert halt seine Zeit, bis es aus dem Boden geholt ist. So. Ich weiß, dann machst du dich abreißen können. Aber warum? So, Bäume kaputt. Die braucht keiner. Die braucht kein Wood, deswegen gibt es auch keine Wooden Bridge oder so. Da ist Stein. Was ist denn da eigentlich noch für ein roter Fleck hier? Da ist doch noch ein Punkt. Ach, ein Wurm. Na, servus. Ja, wollt ihr mich jetzt ärgern? Wollt ihr, ja. Ihr habt es wirklich vor. Oh oh. Hihihihi. Ja, das ist wieder toll. Moment, ich hab's gleich. Ja, hier jetzt mit dem Flammenwerfer durch die Gegend heizen, wäre es eine ganz blöde Idee. Weil hier zu viel Wald ist. So. Also hier wäre zum Beispiel ein Kupferfeld, das mache ich jetzt mal ohrbaren. Dass wir das hier eben uns holen können. Aber das war nicht das Feld, das ich wollte. Hier ist zum Beispiel auch noch ein ganz großes Kupferfeld hier. Das lohnt sich sehr, dass man da mindestens mit einem sechswaggonigen Zug vorbeikommt dann. Hier wäre noch ein bisschen Kupfer, das ist aber geringfügig. Ups, da bin ich gegen das Wasser gedüst. Wir bauten hier ein Wasserfeld hin. Das ist ja total gemein. Na da. Hat sie eins auch hier niedergerafft? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier für ein besonderer Baum? Ein roter Baum? Hm, interessant. Also nicht tot. Ich habe jetzt gedacht, toter Baum. Nee, es ist ein roter Baum. Ja, man kann sie sogar Tiberium-Rohstoffe hier reinpacken. Habe ich auch in dem Mod gesehen. Also wer noch nicht genug Red Alert oder so gespielt hat hier. Tiberium Sun und sowas hier. 10C, der ist da dann aufgehoben, ganz richtig. Also die ganzen Felder, die holen wir uns auf jeden Fall. Ja, ich habe nur keine Verteidigung mehr, ne? Ja, warte mal, ich hole mir erstmal neue. Warum ist hier kein Tor? Och Mann. Kann ich mir ein Tor bauen? Tor? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann machen wir hier mal geschwind ein Tor rein. So, schwupp. So schnell hat man ein Tor. Ach, die... ja, jetzt wollte ich sagen, die Aliens wollen hier. Die Roboter wollen wieder was abholen. So, wie schaut es denn hier oben eigentlich wieder aus? Ah, da sind auch einige wieder dicht hier. Hier können wir auch wieder abreißen. Ja, das ist jetzt halt eben mal wieder Folgen da um die Rohstoffe kümmern, ne? Das muss sein. Könnte ich natürlich jetzt auch mal sagen, ja gut, ich mache das offline, damit ihr das nicht sehen müsst hier. Aber nee, bei mir gibt es das ungeschnitten hier, das volle Erlebnis. Wenn er das selber spielen würde, dann wäre es genauso. Dann hätte er auch solche Phasen hier. Naja, da kommen die Roboter alle von hinten her geflogen.
Deswegen lasse ich mir jetzt einfach mal rollen hier. So, bringt ihr was? Ja, ein paar. Ach, ich habe wieder mal Fisch dabei. Dann esse ich mal geschwind. Sowas von unnötig, das mit dem Fisch natürlich. Es gibt sogar eine Fischfarm. Kann man sich auch runterladen. Kriege ich noch mehr außer Lasertürmen? Wie wäre es mit Mauern oder so? Oder muss ich dazu weiter in die Fabrik reinfahren? Was ich ja eigentlich gar nicht so gern mache, hier in die Fabrik reinzufahren. Ah, doch, Mauern habe ich doch schon. Ach ja. Ich habe ja schon wieder 200 Mauern. Bei 200 Mauern eigentlich sehr wenig ist. Für die Verteidigung. Wo steht denn der Posten mit Mauern? Hier. Löschen, näher. Nichts löschen. Ich will das nur erhöhen hier. 400 Mauern, weil sonst sind die gleich wieder leer. Ich weiß nämlich nicht gerade, wie viel da Mauern hier gebraucht werden. 64 sogar. Jetzt muss ich wieder auf die Roboter warten. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Die müssen halt da erstmal hinfliegen zu mir. Ah, da kommen die Mauern schon. So, 300, 400. 400 Mauern. Da fehlen doch noch ein paar. Ich habe doch... Ah, doch, nee. Ich habe 400 Mauern bestellt, okay. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte 500 bestellt. Ja. Da bin ich mir selber nie einig. Uiuiui, da kommt der Kupferzug. Mist. Jetzt habe ich einen Hangar kaputt gemacht. Das war jetzt aber kacke. Ja, ich weiß ja nicht, was da an Robotern und so drin war. So, bis die den reparieren, da stelle ich den einfach mal selber neu wieder hin. So, okay. Naja. Wir haben eh zu viele momentan drin im Logistiknetzwerk. Das ist jetzt nicht so schlimm darum. So, wo ist denn hier mein Tor? Ich hab doch da irgendwo ein Tor gebaut. Ah ja, hier. So. Ja gut, dann müssen wir hier mal eine Bahnlinie noch bauen. Ja, das ist wieder die Sache hier. Wo stelle ich denn meinen Panzer hin, ne? So. Da ist er gut aufgehoben. Dann haben wir hier, das brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir das hier, das Bergwerksmodul. So. Das hin, ja, hier wie gesagt wieder der scheiß Stein. Ja, das so rum wieder machen hier, die Sache. Das dürfte ganz gut ankommen. Ja, und bei dem einen müssen wir halt eine Filterung reinmachen für Stein. Also das heißt so ein Dingsband hier. So ein Teilerband. Dass wir halt dann auch ein paar Kisten hinstellen. So, das gibt hier die optimale Anzahl an Lanes. So.
die wohl nur Stein produzieren, die reiße ich gleich wieder ab. Weil das braucht man nicht. Wie gesagt, ich hätte es halt wirklich gern, dass man hier den Rohstoff auswählen könnte hier hinten. Aber das ist nicht möglich. Stein, ja. Er fördert erstmal Stein. Bedingungsaktivierung, ja gut, man kann hier das zwar Bedingung machen, aber ich hätte halt gerne die Bedingung, dass ich festlegen kann, was für ein Rohstoff rausgefördert wird. Das bedeutet, da erwarten uns mindestens, ja, sagen wir mal 8k Stein. Ja, das ist schon mal ganz gut. 8k, 18. 18 und da noch einmal 32 dann. Naja, ich rechne mal mit 40k Stein dann. 40k Stein. Da brauche ich einige Kisten dann, wo ich die reinstelle. Okay, dann machen wir das folgendermaßen wieder hier. Verlängern, verlängern. Mit so unseren Atari-Strahl sozusagen. Ja, sieht ein bisschen danach aus. Das ist wie das Logo von denen. So, jetzt Sattel. Hier machen wir einen Abzweiger rein. Und zwar bevorzugt dann, ja, braucht man nicht. Filter. Stein. Bevorzugter Ausgang rechts. Ja, nee, links. Da wird Stein rausgeliefert. Wird mir hier auf den Band geschmissen. So, und dann mache ich hier einfach mal Kisten hin. Ja, ganz ordinäre Stahlkisten vorläufig. Da geht, wie viel geht da rein? 4,8k, ne? Und jetzt habe ich 10, 12 Kisten. Ja gut, da sind wir schon bei 40, 48k. Es müsste ausreichen, also es reicht vollkommen aus für die ganze Sache. Wir können hier ja kein Logistiknetz hinbauen, dass wir hier das abgeliefert kriegen. Aber das holen wir dann später mal irgendwie. Das laden wir dann in den Zug rein oder so. Oder ich weiß es noch nicht. Naja, schnelle Greifer würden wir schon brauchen hier. Halt, das war zu viel. Der Vorteil ist halt dann hier, dass ich da nicht mehr rummachen muss. Und ich hoffe, dass hier wirklich kein Stein durchkommt. Ich möchte eigentlich mal Strom auf die ganze Sache schon mal geben. Brauche ich einen grünen Strommast? Da bin ich wieder außer Reichweite, deswegen macht er düdüt. Aha, da liegt Stein. Guck, da haben wir mal, damals wo die Felsen noch drin waren, haben wir da mal Felsenblatt gemacht. Der Mast hier kann auch verschwinden. So, wenn wir hier runter. Ja, da können wir ganz knapp hier dran vorbei. Ja, das können wir eigentlich machen, weil ja. Ja, Zeder. Da hat er immer ein bisschen ein Problem hier, das dann zu bauen. Da muss ich manuell mal nach der Länge gucken hier. So. Hier geht's weiter runter. Und dann wieder zurück zur Mauer. Ja, da hat er wieder nicht. So.
Da konnte er wieder nicht ankoppeln, der Kerl hier. Den braucht man nicht. So. Stein hat er schon was rausgeworfen. Okay. Hier machen wir aber so einen großen hin. Dann ist ja gleich alles unter Dach und Fach. So. Jetzt sattle. Machen wir da einmal so. Gibt sogar ein Tool, wo man dann festlegen kann, dass man gleich 4 Stück nebeneinander baut von diesen Bändern. Es nennt sich Belt Brush. Das habe ich jetzt auch mal außen vor gelassen, weil ja, ich weiß nicht, ob ich das großartig brauche. Ich kann ja auch Blueprints machen, zum Beispiel, die ich nicht verwende gerade, ne? Ja, ihr kennt mich ja immer wieder. Ich bin schon wieder faul, das Blueprint rauszupacken. So, wir wollen einen Bahnhof haben zum B-Laden. BE. Der BE-Index. Hört sich komisch an, ja. So, ja. Ratsch, 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 jawohl. Wir haben ja eh alles im Moment im Überschuss dabei. Hallo? Wo? Aha. Ihr garstigen kleinen Alien-Popos, ihr. Von wo sind die jetzt überhaupt gekommen? Warte mal, ich brauche ein Radar. Ein Radar, 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 Radar. So, Mauer schmeiße ich hier rein. Das ist nämlich Blödsinn. Ich brauche da mal ein Radar. So. Ist ja schon recht. Piep. Wo? Wo war denn das jetzt wieder? Ah, das war nicht hier, okay. Ich habe gedacht, der hätte mich hier umwandert, der Kerl. Und dann... Also gleich mal Laserverteidigung hin. Zack. Zack. Ja, doch nicht zack. Ja, da müssen wir ein bisschen Mauern rauslassen. Oh, das geht. Ja, nee. Ach, ja. Genau, ich habe mich wieder eingemauert hier. Das kann man ja bleiben lassen. Anscheinend funktioniert der Filter hier gut, also das eröffnet wirklich neue Sachen, ja. Braucht man gar nicht mehr so viele Filtergreifarme, ja. Ratsch. Und hier nochmal Ratsch. Da innen brauchen wir keine, weil da ist ja dann nicht schon die Base. Da will ich jetzt auch keinen hinpflanzen, weil, ja wie gesagt, die haben ja ein bisschen eine Reichweite. Fehlen da... Ah, okay. Mir fehlen Rohstoffe. Ja, ich könnte jetzt natürlich hier warten und stehen bleiben, bis mir hier mal der Roboterhanker wieder was mitbringt. Aber ich stehe hier gerade außerhalb des Bereiches. Tja. Das dauert ewig, bis die Roboter hier mal ankommen. Ja, momentan haben wir gerade mal so knappe 300 Roboter in der Bewegung hier. Wie man so sieht. Haben wir hier eigentlich ein Radarbild? Nee, ne. Haben wir nicht. Ja, das Radarbild bin jetzt ich, das ist das Thema. Das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil ich ich kläre ja auf, aber ja. Was bringt die mir da gerade für Zeug? Das, was ich eigentlich jetzt gerade brauche. Den Stein könnt ihr mitnehmen, wenn ihr wollt.
Mauern bringen sie? Naja, okay. Ah, jetzt kriegen ich ein paar Lasertürme noch. 6 Stück. Naja, das reicht nicht ganz, glaube ich. Beschädigt. 18. Ja doch, das reicht schon durchaus jetzt. Okay, das reicht dann gleich. Oh, wir sind schon über 45 Minuten. Ah, das ist einfach schlimm bei dem Spiel. Ah, ich warte noch, bis die mit dem Mauernpolster gebracht haben hier. So. Weil sonst müssen die erst wieder das Zeug zurückfliegen wieder und so. Und das ist dann Blödsinn. So. Nun, liebe Kinder, Gipfel 8. Ich habe euch einen Bahnhof hier hingebracht. Ja. Ich möchte kein Zeug in die Hand kriegen, deswegen hier drehe ich das. Zack. So, jetzt gucken wir mal. Ah, der Steinfilter funktioniert optimal. Yes, ey. Das ist mal wirklich was. Naja, gut, wenn natürlich das Ganze voll ist irgendwann, dann stockt das wahrscheinlich auch. Oder ich weiß gar nicht, was passiert, ob das dann da überfließt hier dann über. Sowieso wieder. Gut, der eine Dinger hier verläuft hier gerade mit moderater Geschwindigkeit. Aber warte mal, da fehlt ja auch noch was. Unser Sanduhr fehlt noch. So, der 4 Belt Balancer. Ja, ich weiß. Das hat jetzt hier nämlich nicht überbauen können hier. So. Dann R. Also mit Shift-Taste auf die andere Seite gedrückt halten. Dann dreht er das auf die andere Seite um. Und ihr kriegt noch alle hier Geschwindigkeitsmodule. Ja, da haben wir noch einen Trümmerhaufen, weil wir da was kaputt gemacht haben. Also nicht ich, aber die Aliens. Und so Schrotthaufen bleiben ja immer ewig lang noch hier stehen. Die gehen, glaube ich, gar nicht weg, ne? So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wobei, da können wir ja noch... Da haben wir ungenutzte Kapazitäten. So, mal schauen, ob uns die Module rausgehen. Ne, die gehen sind nicht aus, okay. Dann baue ich hier nochmal von Hand was nach. Da hat das richtig gemacht, der Kollege. So. Da können wir nämlich, das ist hier alles noch Potenzial. Ja gut, die Module sind fast leer. Ja, da haben wir doch ordentlich. Ja, wir haben ja viele abgerissen, aber... So viel waren das gar nicht, was wir jetzt hier wieder hinbauen. Wir haben noch eine Station. Also haben wir drei Bahnhöfe abgerissen. Hört mal, hier muss jetzt ein Bruch passieren, Durchbruch. Dann machen wir einen Abzweig. So, einmal drüber rumpeln hier über das Ding drüber. Ja, das geht nicht. Der muss leider weg. Eine Tür gibt es auch. 4 Parzellen brauchen wir hier. Jawohl. Da soll ja der Zug durchfahren können, wie er möchte. So. Hier teilt sich's auf, also brauche ich kein Signal.
Hier möchte man zusammenkommen irgendwie. So passt's. Jetzt brauchen wir das Signale. Den Radar schmeiße ich mal wieder hier rein. Signale, Signale, Signale. Ein solches. Brauchen noch ein solches hier. Das hier kommt hier hinten als Schlusslicht. So, wo sind die anderen Signale hier? So. Ja, es ist schade, dass es hier nicht komplett angezeigt wird, wenn man das so in die Hand nimmt. Diese Klammer hier eben, dass die gleich eben, dass es gleich sichtbar ist. Ein zweites Signal macht ja keinen Sinn mehr, weil er dann eh nicht stehen kann. Da steht der andere im Heck im Weg. So, ich baue jetzt Signal schon mal hin, aber die Schiene fehlt noch. Warte mal. Wollen wir hier einfach... Nee, kommt. Ich lasse den da oben auf die Schiene drauf. Deswegen... Das ist vielleicht geschickter. Ja, bloß weiß ich jetzt nicht, ob das Signal hier jetzt richtig ist. Ich mach's nochmal weg und mach's nochmal neu hin. Hier sieht man es halt nicht. Das kann ich jetzt nicht ausblenden, hier die ganze Sache. Noob Tenshi. Ah ja. Was darf halt für ein Name rauskommen? Tja, okay. Gut, ich heiße ja auch Legolas, ne? Manchmal auch Legoros. Das ist je nachdem, wie mein Name frei ist. So, du heißt dann Kupferbeladung. Kupferbahnhof, ja, Beladung. Fertig sind wir natürlich noch nicht. Wir müssen natürlich noch die Schiene richtig verlegen. So, ja, da ist ein bisschen was im Weg. So, das ist am geschicktesten, dass wir das wirklich da oben anschließen an die Schiene. Alles andere wäre eigentlich Schwachsinn. So. Jawohl. Dann brauchen wir hier auch noch Signale. Ein Standard reicht und ein solches eigentlich. So. So. Den hier so. Und den hier so, der wo er einmündet, den machen wir hier so. Warum ist der jetzt rot? Jetzt ist er grün. Na nö. Wo war das Problem? Der sagt jetzt komplett rot. Ah, da liest das nächste Signal aus, ne? Ja, das ist das Problem. Ich möchte ja auch keinen Zug auf freier Stelle stehen lassen. Wir machen da mal ein normales Signal noch rein. So. Und das andere Signal, das ich jetzt hier irgendwo im Inventar habe, das stellen wir einfach woanders hin. Und wir haben hier sehr viel Platz. Zum Beispiel hierhin. Zum Beispiel hierhin, habe ich gesagt. So, danke. Naja, gut, der Bahnhof hier ist eh noch nicht grün. Ah, hahaha, stopp. Da ist noch was nicht konfiguriert. Das ist ja so, ja. Jetzt ist er grün. Ah ja, genau, das ist wieder das Problem. Der ist nicht genau konfiguriert. Oh Gott, jetzt wird es gleich eine Stunde. Ah, Leute, ey. Das kann ich euch doch nicht anbieten oder antun. Eieieiei. Ich hoffe, das macht euch wirklich nichts aus. So, da kommt schon der erste Kupferzug. So, da sind wir noch ganz fertig. Also da können wir es zwar lassen, aber... Hm. Zack. Ja, da sehen wir gleich, wenn es was zu holen gibt, wie schnell die Züge da kommen, ja. Tja.
Muss ja sein, ne? Ja, und hier seht ihr jetzt eigentlich, da geht schon fast nicht schnell genug hier die ganze Sache. Da könnten wir mal was experimentieren. Können wir uns da ein paar grüne Bilder, Bänder herstellen? Bilder, ja. Noch Bilder. Naja gut, da kommen dann die Greifer gar nicht mehr mit zum Schluss. Ich glaube, das wird dann erst Problem. Ich setze jetzt einfach mal testweise die Bänder. Also da brauchst du nicht mehr lang hingucken, da wirst du wirklich narrisch, wenn du dann eine Weile drauf starrst. Ja, mehr Bänder habe ich jetzt gerade nicht. Ja, natürlich müsste ich jetzt das noch machen, hier den Express dann austauschen und so. Aber ja, im Moment haben wir genug hier da. Die powern gerade richtig voll hier und das ja, geht hier wie am Schnürchen. 15, 15, ja, sind 31, jawohl. Das ist, rechne ich auch immer so, aber es ist aufgerundet gewesen. Ja, das geht so auch schon relativ fix. So, ich baue mal noch ein paar von den Bändern hier. Mehr geht nicht, meine Zahnräder sind leer. Es werden schon nachproduziert Zahnräder. Ah, der Zug da hinten wartet, sehr schön. Ah, ja, doch, das ist ein Problem, wenn ich das so mache. Mit den Kettensignalen, ah. Der wartet nicht schon hier, da könnten zwei Züge sogar warten. Moment, das muss man aber ganz kurz abändern. Ja, das darf ich so nicht machen. Ja, dann habe ich das oft jetzt schon falsch gemacht, hier die Sache. Naja, okay. Nobody is perfect. So. Habe nicht genug Bänder, ich tue da mal so ein bisschen schummeln noch. So, okay. Mit den neongrünen Bändern kann man jetzt das sagen, ausgerüstet. Gut. Wie schaut's aus? 19k ist noch da. Nee, Quatsch, oder? Doch, 19k. Es geht ratzfatz, da könnten wir sogar Stapelgreifarme hinbauen. Ja, aber da kommt dann der hier nicht mehr hinterher, ne? Doch, das möchte ich noch machen. Jetzt sind wir gleich bei der Stunde. Naja, gut, okay, Leute. Jetzt mache ich aber wirklich mal Schluss, Alter. Es tut mir leid, dass es jetzt hier so explodiert ist, die Folge.
Ich danke euch wieder recht herzlich fürs Zuschauen, wenn ihr es denn so lange durchgehalten habt. Und würde euch dann das nächste Mal wieder gern begrüßen hier. Tschüss, sagt euer Legolas.